Einzige Pop hier mit einem neuen Video. Wie heißt so schön? Neues Spiel, neues Glück, neue Werkstatt, neues Stück. Ja, ich bin wieder beim Howie. Endlich mal wieder Messer bauen. Letztes Mal, wo wir hier waren, ist ja komplett in die Hose gegangen. Und ich war vor ein paar Wochen gegen Ostern schon mal hier und habe diesen Rohling ausgearbeitet. Das ist so eine, ja, so eine Frankenstein-Version aus zwei Messer vom Howie. Ich habe das angepasst und habe Griff und Klingenform so ein bisschen adaptiert. Aber dann noch ein bisschen meine eigene Ideen mit reingebracht. Und jetzt geht es dran, die Löcher zu bohren für die Pins. Ich mache nur Pins, kein Lanyard Hole. Habe mich bewusst dagegen entschieden. Ich habe meistens an meinen Messern eh kein Lanyard dran und dann brauche ich auch kein Loch. Und ich glaube, es sieht einfach schöner aus. Verwenden werde ich wieder mein Holz. Das war stabilisierte Ulme, ne, glaube ich. Stabilisierte Ulme, ja. Genau. Also bleibt dran. An und das ist dann nee, da überladen. Nee. Oder muss ich da parallel ansetzen jetzt? Du gehst halt einfach hier her, du kannst ja. Ja gut, da bis dahin will ich ja. Ja, und dann gehst du ein Stückchen weiter. Bleib aber in der Rille. Dass du immer in den Rillen bleibst. Ja, dann gehe ich aber nicht ganz so weit, aber dann gehe ich nur. Ja, ja, ist klar.
Ja, jetzt ist mittlerweile 7. Wir haben jetzt den ganzen Tag gearbeitet und noch nebenher Sachen gemacht. Ihr habt ja gesehen, ich habe am Griffmaterial die ganze Zeit rumgeschliffen. Momentan sieht es jetzt so aus. Das Holz kommt schon mal ganz geil rüber, finde ich. Also ich glaube, das wird richtig, richtig nice. Es hat noch ein ziemlicher Klotz. Der Rohling ist noch nicht gehärtet und dann die ganzen Feinarbeiten danach sind natürlich auch noch nicht gemacht. Die Griffschalen kommen jetzt wieder runter. Dann wird das Messer gehärtet. Wir haben noch zwei andere Messer vom Howie, die er gebaut hat. Die kommen noch mit rein. Und dann werde ich hier vorne so eine Schräge ausarbeiten, zumindest mal. Und dann können wir vielleicht heute Abend noch die schon mal verkleben. Die Griffschalen, also müssen wir morgen erst noch ein bisschen kurz die Schneide nacharbeiten dann. Und ja, dann eben morgen die Holz, die Griffschalen verkleben. Aber dieses Holz ist halt einfach der Hammer. Da hängt es gleich neben dem Pizzakarton. Hallo, was gibt's hier? Ja, da hängt es, kühlt ab. Und jetzt kommt es gleich zum Entspannen bei 180 Grad eine Stunde in den Ofen. Könnt ihr jetzt 5 Sekunden die Pizza in den Ofen legen, dann ist sie wieder warm. Du meinst in die Esse? In die Esse. Das ist bestimmt super. Ja, geil. Die Klinge ist soweit vorbereitet. Ich lasse hier mit dem Stück und dem Stück hier oben an der Schneide lasse ich die Härtehaut dran. Mag ich ganz gerne. Hinten haben wir alles gesäubert. Die Griffschalen sind grob von der Form her mal zugearbeitet. Und die Pins, es gibt so Mosaikpins, sind auch erstmal zugeschnitten. Jetzt rühren wir das Epoxid an und dann wird verklebt. Das ist zu viel, ne? Und das drückt dir alles raus dann. Nix. Gar nichts, oder was? Nein. Langsam zu drücken. Ich würde schon drücken, ne? Das läuft dir nämlich raus. Das ist aber schon schwer. Das ist zumindest Holz. Ja, deswegen sage ich, mit dem Ding ist besser wie. Ja, gut, aufmachen, nachsetzen. Gut, jetzt die Zwingen aufsetzen, ja, das ist schon raus. Dann weiter hoch, dass du mit dich bist. Ja. So? Ja. Von der Blue Man Group fixiert mir meine Zwingen.